Sommer, Sonne, Feste. Und damit herzlich willkommen bei der Sendung Kultur nah. Salzgitter feiert draußen, in Hallendorf, in Städterburg und in Salzgitterbad beim Altstadtfest. Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien lassen es die Leute von den Hallendorfer Werkstätten noch einmal so richtig krachen. Das sehr gut vorbereitete Fest lässt kaum Wünsche offen. Und das Schönste, alle konnten mitmachen. Wirklich alle. Was natürlich auch der guten Musik gezollt war. I see the magazine working the Photoshop. We know that shit's semi real. Come on up, make it up. The beauty, beauty, beauty. Just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She's like, boys like you, little, my booty, to hold it nice. You know, I won't be no stick figures like a Barbie doll. Cause you know my more than by the ways, no trouble. I'm more than by the ways, no trouble. I'm more than by the ways, no trouble. I'm more than by the ways. I'm bringing booty back and tell them skinny bitches, hey. I know you think you're fair. Cause every inch of you is perfect from the body to the top. Bring your booty back and tell them skinny bitches, hey. I know you think you'll fly. Cause every inch of you is perfect from the body to the top. Well, my
Duft von Feierlaune, exotischen Gerüchen und viel Musik lag über der Siedlung Steterburg. Rund um den Marktplatz herrschte eine Atmosphäre, wie man sie nur hier erleben kann. Denn den Organisatoren war es wichtig, dass auch die hier lebenden Immigranten dabei sind. Hallo, wir haben heute mal wieder unser Sommerfest hier in Steterburg. Wir haben das vierte Sommerfest, denn das findet seit 2013 alle zwei Jahre statt. Immer im Wechsel mit unserem Seifenkistenrennen. Ja, dieses Jahr, wie gesagt, ist wieder Sommerfest dran. Wir haben eine wunderbare Stimmung. Ganz viele Vereine, Verbände haben sich wieder hier mit engagiert. Und es macht Spaß zu sehen, wie viele Menschen sich hier wieder treffen. Das vereinfacht das ganze Leben hier im Ort wieder aufleben lassen können. Wobei wir natürlich auch nächste Woche wieder unseren Markttag haben. Jeden ersten Freitag im Monat von März bis Oktober haben wir von 16 bis 18 Uhr hier unseren Markttag. Dann schauen Sie sich noch einmal hier um. Es gibt viel zu sehen, viel zu reden, viel zu klönen, auch zu quatschen und auch zu genießen. Viel Spaß noch für den ganzen restlichen Nachmittag. Hallo, guten Tag, wir sind Sophia, Gesellschaft für Kultur und wir haben Sommerprojekte für Kinder von 10 bis 18 Jahre alt. Las tuas mujeres, salinas
Dass auch der Süden von Salzgitter feiern kann, ist kein Geheimnis. Das traditionelle Altstadtfest wird zum 44. Mal in der alten Salzstadt zelebriert. Es ist eine Mischung aus Rummel, Fressmeile und Begegnung. Und natürlich Musik. Vom Schlager bis zur Klassik, vom Pop bis zum Rock. Aber dazu später. Erst einmal eröffnet traditionell der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, das Riesen-Event. Und zapft es! Ja, liebe Badenser, liebe Söldersche, liebe Haiersche, sagt man, ja, liebe Gäste, wir alle, unser Ortsbürgermeister Norbert Rotbrust vom Komitee, ja, ist laut genug, begrüßen Sie, begrüßen euch alle recht herzlich zu meinem 44. Altstadtfest. Bei traumhaft sensationellem Wetter, alle drei Tage diesmal, es wird kein Regen geben, und in unserer wunderschönen Altstadt. Norbert hat es eben gesagt, das Gesicht unserer Altstadt hat leider herben Schlag bekommen mit dem Brand, sodass wir auch zwischen den Bühnen jetzt nicht durch die Marktstraße gehen können, aber das tut dem Fest, glaube ich, keinen Abbruch. Dieser Brand, so tragisch er war, hat aber auch zwei Dinge gezeigt, die für uns in der Stadt charakteristisch sind. Erstens, auf unsere Wehren ist Verlass, die Feuerwehren, die Ehrenamtlichen und die Berufsfeuerwehren, die immer im Einsatz sind, für uns durchs Feuer gehen. Großen Applaus für unsere Leute. Und das Zweite, die große Hilfsbereitschaft hier in der Stadt. Das zeichnet uns aus, die Anteilnahme mit den Geschädigten, die Anteilnahme an der Innenstadt. Das ist Salzgitter, das ist mein Salzgitter, das ist unser aller Salzgitter. Hier zählt der Mensch. Hier zählt die Nachbarschaft und hier zählt die Nächstenliebe noch. Das wird alles groß geschrieben. Und so ist auch unser Altstadtfest. Mittlerweile 120.000 Besucher an drei Tagen. Ja? Aber es ist ein Familienfest. Ich würde sagen, mit dir zusammen das größte Familienfest hier in der Region, wo sich die Nachbarschaft, die Freunde und die Vereine treffen. Das ist unsere Stadt. Dieses Fest wird von Bürgern für Bürger gemacht. Viele Ehrenamtliche, die sich hier wirklich Tag für Tag hinstellen, organisieren, machen und tun. Stellvertretend Norbert Rothbusch, Christian Dietzel und Olli Schaaf, Organisatoren und Musikprogramm. Das sind die mit vielen Ehrenamtlichen, damit wir hier drei Tage ausgelassen, frohen Mutes feiern können. Riesenapplaus für die, die hier anpacken. Und jetzt viel Spaß, lass drei Tage krachen! Ich dachte mir, dass das ganz gut ankommt. Und jetzt geht die Post ab. Viel Vergnügen auf dem Altstadtfest 2019. Thank you.
looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Hallo aus dem heißen Canyon in Salzgitter hier. Wir spitzen uns eine scheiße Backe hier. Schön, dass ihr alle gekommen seid und gut euch zu sehen. Und es macht uns allen riesigen Spaß, hier bei euch zu spielen. Cindy, ja? Das letzte Mal war 2005, ja, als du hier warst. Richtig. Da war noch Bert dabei. Jetzt bist du mit Justin unterwegs. Ja. Heidi Klum hat dich inspiriert oder was? Darf ich ein Mikro haben? Ja. Nee, also Heidi Klum ist da bestimmt kein Vorbild für uns. Wir haben einige Sachen gemeinsam und zwar hat ja Justin bei der Sendung immer wieder sonntags ganz toll den zweiten Platz hast du gemacht. Und immer wieder Sonntag ist ja ein Lied von mir. Und wir haben uns da kennengelernt und haben beschlossen, also er hat eigentlich beschlossen, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe immer gesagt, willst du mit deiner Großmutter singen oder so? Ja, er hat da eine Idee mit Generationen und so weiter und so weiter. Und so sind wir dann dazu gekommen. Aber dass wir kein Paar sind, das ist ja wohl klar. Und heiraten werden wir auch nicht, nee. Justin, hast du denn wenigstens ein bisschen Ehrfurcht, mit einer gestandenen Künstlerin auf der Bühne zu stehen? Also natürlich, also ich meine, gerade für einen jungen Sänger ist das natürlich eine große Ehre mit einer, man muss ja zu sagen, eine lebende Schlagerlegende. Ich meine, das, was sie ja erreicht hat damals mit Cindy und Bert, davon träumen ja die jungen Künstler ja eigentlich. Und ja, natürlich habe ich Ehrfurcht vor ihr auf jeden Fall. Aber für mich war es dann, wie gesagt, sehr schnell klar, wo wir uns dann 2017 kennengelernt hatten, weil ich auch privat sehr viele, auch ältere Freunde habe, dass ich dieses Thema ganz schön finde, weil wir kommen
privat gut klar und warum auch nicht einen das nach draußen tragen, dass auch vielleicht andere Leute nochmal darüber nachdenken, dass man in jedem Alter was zusammen erleben kann, dass man sich verstehen kann und voneinander lernen kann. Wer so ein bisschen sich im Showgeschäft, sage ich mal, auskennt, der weiß, wie schwierig das ist, bekannt zu werden, auch noch in der heutigen Zeit mit Facebook und YouTube und so. Also ich muss sagen, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, obwohl das Geschäft sich geändert hat, aber die Voraussetzungen sind, das hat man uns schon früher gesagt, habt einen Beruf, einen ganz normalen Beruf und dann könnt ihr versuchen, mit eurer Musik weiterzukommen. Aber nicht ganz ohne alles, ohne einen richtigen Hintergrund kann man das nicht machen. Und heute ist es viel, viel schwerer geworden. Also damals waren noch ganz andere Umsätze. Man hat ja damals, wir haben zum Beispiel 1 Million umgesetzt von Immer wieder sonntags. Heute ist man zufrieden mit wie viel, Justin? Wenn man 500 oder 1000 CDs verkauft, dann ist man schon gut, weil durch die ganzen Online-Dienste, sag ich mal, ist natürlich heute der CD-Verkauf sehr zurückgegangen. Hallo Salzgitter, hier ist der Nico vom Schlagerexpress. Wir haben schon unser erstes Set gerade gespielt in einer tropischen Hitze, 36 Grad auf der Bühne. Und gerade sind Klaus und Klaus live on stage. Vorhin hatten wir Cindy Berger und Justin Winter, war top. Und wir kommen danach nochmal. Hoffentlich ist es jetzt nicht mehr so warm. Nächstes Jahr sind wir wieder für euch da in der Kulturscheune am 22.02. und machen eine fette Karnevalsparty. Genau. Und wir freuen uns auf euch. Karten gibt es schon. Und ich hoffe, wir sehen uns. Also Salzgitter, es war wunderschön bei euch bisher. Wir kommen gerne wieder. Rock'n'Roll, Marmorstein und Eisenbricht. Aber unsere Liebe nicht. Vielen Dank. Sind die Fische. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Oh, oh. Ja, es war ein brillanter Sonntagabend hier in Salzgitterbad. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, dein immer Freund. Und wenn die ganze Welt Ja, liebe Zuschauer von Kultur nah, der Sommer ist noch lang. Nutzen Sie die Straßenfeste
denn draußen feiern ist am schönsten. Bis zum August wünsche ich Ihnen noch viel Freude, Ihr Hans-Jürgen Gebel. See.